Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt, und helft einander in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um die Frage, die nationale Solidarität in Krisenzeiten. Die vornehmen Gesellschaften sind zusammenhängend und kooperativ, insbesondere in Krisen. Unser Prophet Muhammad, Allahs Segen und Friede auf ihm, bezeichnete diese tugendhaften Gesellschaften dadurch, indem er sagte, dass das Gleichnis der Gläubigen in ihrer gegenseitigen Freundschaft und Barmherzigkeit sowie ihrem Mitgefühl füreinander ist wie der Körper eines Menschen. Wenn ein Glied leidet, so leidet der ganze Körper an Schlaflosigkeit und Fieber. Zitat Ende. In einem zweiten Hadith steht, der Gläubige gegenüber seinem Bruder ist wie ein Bauwerk, dessen Teile sich verfestigen. Darauf drückte sich der Prophet die Finger gegenseitig. Zitat Ende. Der richtige Umgang mit Krisen verlangt so das Vermeiden aller Formen von Betrug, Monopol und Ausbeutung. Unsere aufrichtige Religion verbietet absolut all diese Laster und deshalb sind alle Arten von Betrug verboten. Die ersten Koranverse, die in Medina offenbart wurden, beziehen sich auf dieses Verbot. Allah, preis sei ihm, sagt im Koran, wehe den kurzes Maß Gebenden, die, wenn sie sich von den Leuten zu missen lassen, volles Maß verlangen. Wenn sie ihnen jedoch ausmessen oder auswägen, dann verkürzen sie es. Wissen solche nicht, dass sie auferweckt werden sollen zu einem großen Tag, dem Tag, da die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird. Zitat Ende. Allah sagt auch im Koran auf der Zunge von Shu'aib, O mein Volk, gebt volles Maß und Gewicht nach Richtigkeit und betrügt nicht die Menschen um ihr Eigentum und richtet nicht Unheil an auf Erden, indem ihr Unfrieden stiftet. Zitat Ende. Unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, wer uns mit Betrug behandelt, der gehört nicht zu uns. Zitat Ende. Die islamische Scharia verbietet alle Formen des Monopols und der Ausbeutung, da man dabei die Bedürfnisse und die Lebensmittel der Menschen manipuliert und die sich zunutze macht, um auf Kosten der Leiden und Nöte der Menschen illegale Gewinne zu erzielen. Allah, Ehre sei ihm, sagt im Koran, O die ihr glaubt, zehrt euren Besitz nicht untereinander auf durch Falsches, es sei denn, dass ihr im Handel verdient mit gegenseitigem Einverständnis und tötet euch nicht selbst. Sehe, Allah ist barmherzig gegen euch. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allahs Segen und der Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, alle Dinge eines Muslims sind für seine Glaubensbrüder unverletzlich. Sein Blut, seine Ehre und sein Reichtum. Zitat Ende. In einem zweiten Hadith steht, jeder, der ein Monopol ausübt, ehrt sich. Zitat Ende. So, diesem Monopolist fehlt es an Großzügigkeit und Heimatsliebe, denn er gibt seinem Egoismus den Vorrang, und zwar auf Kosten aller religiösen, nationalen und menschlichen Rücksichten und verdient daher den Zorn Allahs und den Hass der Menschen. Wenn der Monopolist und der Ausbeuter wissen würden, dass die Güter, die sie aus Monopol und Ausbeutung gewinnen, ihnen am jüngsten Tag ohne Glück bringen werden, wäre das eine Verdrängung dieses Unrechtes ihnen gegenüber. Allah Ehre sei ihm, sagt im Koran, und wer unredlich handelt, soll, was er unterschlug, am Tag der Auferstehung mit sich bringen. Zitat Ende. Unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte, wer die Waren bringt, wird die Gnade Allahs haben und wer das Monopol ausübt, wird verflucht sein. In einem zweiten Hadith steht, unglücklich ist der Dinar-Sklave oder der Geldsklave. Zitat Ende. Der ehrliche Kaufmann ist aber die Person, die weder täuscht noch betrügt oder verrät. Seine Liebe zum Land bringt ihn dazu, besondere in Krisenzeiten Gewinnspanne zu reduzieren, um das Leid der Menschen zu lindern. Dies ist,
dies ist ein Teil der vergüteten Barmherzigkeit, für die Allah belohnt. Auf der Zunge des Propheten versprach Allah dem ehrlichen Händler immensen Lohn. Der Prophet Muhammad, immensen Lohn. Der Prophet Muhammad, Allahs Segen und der Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, der ehrliche Händler wird mit den Propheten, den Wahrhaftigen und den Märtyrern sein. Er sagt auch, möge Allahs Barmherzigkeit mit dem sein, der beim Kaufen, Verkaufen oder Zurückfördern seines Geldes nachsichtig ist. Zitat Ende. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Krisenzeiten erfordern Selbstlosigkeit, nicht Egoismus und Ausbeutung, gegenseitige Barmherzigkeit und nicht Grausamkeit und Selbstsucht. Der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte, wer nachts satt schläft, während sein Nachbar hungert, wobei er das weiß, gilt nicht als richtiger Gläubiger an mich. Zitat Ende. Krisen verlangen Zuneigung und Hingabe. Allah Ehre sei ihm, sagt im Koran, sie bevorzugen sie vor sich selbst, auch wenn sie selbst in Dürftigkeit sind. Und wer vor seiner eigenen Habsucht bewahrt ist, das sind die Erfolgreichen. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, gewiss hält die Sippe der Aschariten zusammen. Wenn ihre Vegetierung auf einem Felde zu Neige geht oder wenn sich ihre Nahrungsmittelvorräte in Medina erschöpfen, so sammeln sie alles, was sie noch haben, in einem Tuch zusammen und verteilen es untereinander zu gleichen Teilen. So gehören sie zu mir und ich zu ihnen. Zitat Ende. Sicherlich spielt diese Solidarität eine große Rolle bei der Stärkung sozialer und menschlicher Bindungen und der Entwicklung von Zuneigung und Liebe zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft, wozu die reine Scharia dringt. Allah, Ehre sei ihm, sagt im Koran, und helft einander in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, doch helft einander nicht in Sünde und Übertretung. Zitat Ende. Diese Solidarität und Zusammenarbeit manifestieren sich in Ausgaben auf dem Wege Allahs für alle Arten des Guten, insbesondere wenn es darum geht, die Bedürfnisse der Armen zu erfüllen. Allah, preis sei ihm, sagt im Koran, und sie geben Speise aus Liebe zu ihm, dem Armen, der Weise und dem Gefangenen, indem sie sprechen, wir speisen euch nur um Allahs Willen. Wir begehren von euch weder Lohn noch Dank. Wir fürchten von unserem Herrn einen Tag des Fensterblickens und des Unheils. Zitat Ende. Darum wird Allah sie vor dem Übel jenes Tags bewahren und ihnen Freude und Glück bescheren. Und er wird sie für ihre Standhaftigkeit belohnen mit einem Garten und seidenen Gewändern. Zitat Ende. Er sagte auch ferner, oder die Speisung an einem Tag der Hungersnot einer nach Verwandtenweise oder eines Armen, der sich im Staube wälzt. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, O ihr Leute, verbreitet den Frieden zu groß, gebt den Armen und Bedürftigen zu essen, bepflegt die Verwandtschaftsbande und betet, wenn andere schlafen, dann werdet ihr das Paradies in Frieden betreten. Und sagte auch in einer Überlieferung, und die Besten unter euch sind diejenigen, die Essen anbieten. O Allah, bewahr unser Land Ägypten und alle Weltländer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.